Es ist fast gar ein meditativer Moment, dieser Teigmaschine beim Kneten zuzuschauen. Es ist morgen um 7 Uhr beim Ofenhaus Bargen. Eine Schuppel, eine Frau, ist schon fleissig am Teigen, einführen und Tübli formen. Die Brotbacheten ist eine der wichtigsten Aktivitäten des Frauenvereins Bargen, der 1941 gegründet wurde und heute gut 100 Mitglieder zählt. Hier im Dorf ist sicher schon der Verein, ja, wo wir am meisten eben Mitglieder haben. Und sicher halt jung und alt. Und mit dem Bachen haben wir eben auch sehr viele Junge haben durch das. Wir machen aber auch viel anderes noch mit den Senioren. Mittagstische, die da dazugehören, Seniorennachmittag, Altersausflüge, die wir mitnehmen machen. Aber das Bachen ist sicher schon der grösste Teil. Ja. Ihr seid jetzt ein bisschen am Brot backen. Das ist etwas, was für euren Verein recht wichtig ist. He? Sehr wichtig, ja. Das ist unsere grösste Einnahmequelle vom Frauenverein. Genau. Ihr macht es jetzt eben auch schon seit 30 Jahren. Was gefällt euch eigentlich so an diesem Brot backen, an diesem gemeinsamen? Also das Schöne ist einfach mit den Frauen zusammenarbeiten und eben zu teigen und dann sehen, was rauskommt, was man gemacht hat, wie es eine schöne Form hat und wie die Leute dann Freude haben, für es zu kaufen. Das ist ja so klein alles. Viele Leute brauchen wir natürlich, auch unsere Mitglieder haben wir dann so Listen, wo wir so jemanden anschreiben oder telefonieren. Jemand ist dann für den Verkauf zuständig, jemand ist bei uns auch ein bisschen für das Backen, also für das Kneten, für das Ganze drumherum. Und dann fragen wir die anfragen, wer kann kommen kann. Dann braucht es schon durch den ganzen Tag so 20, 30 Leute. Sind wir näher, wo ein paar kommen 2 Stunden, ein paar 5 Stunden. Die Chefs bleiben den ganzen Tag, die da so ein bisschen sagen, wie was. Und dann läuft das dann so ab. Und jeder hat dann Freude. Auch im Verkauf sind wir eigentlich 2-3 Schichten, wo wir bis um 5, 6 da sind und das dann auch verkaufen, wenn wir noch etwas haben. Das ist mal sicher das Holzofenbrot, das halt einfach zieht. Und nachher ist es so sehr gut. Wir tun auch einen guten Teig, darum ist es gut. Das Team und die Ofenhauschefin Regina Zesiger setzt 2 verschiedene Teige an. Der Zöpfenteig für Tübli und Zöpfe und dann noch der normale Brotteig. Die ersten Ladungen sind bereits am Vorabend geknetet worden, damit sie über die Nacht ruhen können. Das ist wichtig für die Qualität des Brot. Und darum wird, während die einen noch mit Formen beschäftigt sind, schon wieder neue Teig angesetzt. Die Präsidentin des Frauenvereins Bargen, Monika Kennel, hat den Ofen inzwischen wieder auf Temperatur gebracht. Die Rohlinge können in den Ofen. Es ist Zeit zum Zmörgeln. Noch leicht dampfende Brot wird aufgeschnitten. Ein wunderbarer Duft durchströmt die Bachstube. Dass die Frauen hier alle ehrenamtlich arbeiten, ist nicht selbstverständlich. Aber das Gemeinschaftswerk motiviert halt.
schön eigentlich auch. Also Stress ist natürlich auch immer, weil man halt gleich manchmal eben mit dem Backen schnell muss knetten, schnell rein tun, das Feuer schnell rausputzen, dass der ja nicht abkaltet. Also ist immer recht schnell hektisch. Und wenn die Leute manchmal so Schlangen stehen im Verkauf, gerade ich, die jetzt vor allem im Verkauf bin, und dann da auch Schlangen von 30 schon sind und alle haben die Zöpfe, dann hat man dann schon das Gefühl, wie viel nimmt die? Hoffentlich längt es dann noch für den Letzten, dass der jeder alles überkommt. Aber man trifft natürlich auch immer wieder viele Leute. Hat es immer untereinander lustig. Es ist eigentlich auch immer gleich auch ein kleines Highlight. Und wenn wir gerade noch schönes Wetter haben, dann ist recht und wir nicht so müssen frieren. Also die Zeiten mal, die man sich muss nehmen muss, für einfach, dass man halt den halben Tag im Offenhaus ist und hilft. Und Freude, sicher, die Freude ist sicher etwas vom Grössten. Dass man halt das einfach gratis auf Franco macht und denkt, es kommt jemandem zu gut. Ja. Das haben wir einmal im Jahr, wenn wir eigentlich so ein Spendenbachet machen, wo wirklich der ganze Umsatz, den wir hier einnehmen, den Gewinn eigentlich so zu sagen, dass das immer irgendwie an einen gemeinnützigen Verein oder Denk an mich oder an die Spitalgelöhne oder eben zwischendurch tun wir für die Schule irgendetwas sponsern. Das geht also vollumfänglich, tun wir das dann eigentlich so weitergeben. Was wäre unser Dorf ohne Offenhaus? Meng fleissige Frau geht hier ein und aus. Die Brot und die Zöpfe sind wunderbar, auch die Tübli sind gefragte Ware. Das müssen wir gar nicht mehr gross Werbung machen. Wir haben natürlich, also wir haben auch so die Kärtchen, wo die Pachtdaten drauf sind. Wir haben eine Homepage, die übrigens sehr interessant ist. Also da muss jeder reinschauen, was das ganze Bachen beschrieben ist. Und eben auch die Aktivitäten, die wir sonst schon machen. Und auch die Pachtdaten. Und dann können wir dreimal im Jahr können sie mitreservieren. Und dann können sie da per WhatsApp, per Mail, ist das dann angegeben, können sie reservieren. Und wie zwischen ist es eben ohne reservieren, dass so alle, die einfach spontan herkommen, noch die Möglichkeit haben, das Brot können zu ergattern. Was manchmal schwierig ist, ja. In ein paar Tagen ist wieder ein Bachete. Denn zum Arlberger Brocante gehört in Bargen auch ein feines Holz auf ein Brot. Am Bus sind wir eigentlich genau hier. Also vor Ort, vor Bargen. Früher sind wir wirklich noch an die Bus selber gegangen, wirklich auf den Berg. Aber das haben wir dann eigentlich gar nicht mehr gebraucht, weil die Leute wissen das so. Das ist so in den Köpfen, auch die, die an die Bus gehen von auswärts. Also viele Freiburger, die fahren hier durch, die wissen genau. Und dann kehren sie halt dort hier ein und halten an und kaufen eins. Und unsere Bevölkerung an die Bergbargen, die wissen das so, dass einfach, wenn Bus ist, dass wir da vor Ort sind. Zwei Tage nach einfach der Donnerstag, Freitag, und wir das so da verkaufen. Inzwischen waren die Bachwaren genug lang im Ofen. Jetzt muss es schnell gehen. Nicht, dass die letzten Stücke noch verbrannt rauskommen. Bis jetzt ist es gern gut gekommen. Wenn sie nicht verbrannt sind, kommt es gut, ja. Mal. Bis jetzt haben wir eigentlich noch nie gehabt, dass wir gerade so eine schwarze Sache zum Ofen ausgenommen haben. Bis jetzt ist es gern gut gekommen. Eben, also der Ofen ist schon quasi die grösste Herausforderung? Das ist sicher, ja. Das muss man schon ein bisschen Gespür haben, wie viel Wedel muss ich rein tun, dass die Hitze gut ist. Und dann muss es einfach auch rassig bei mir tun, dass man nicht zu viel Wärmeverlust hat. Aber eben, nach 30 Jahren weiss man es. Dass das Ofenhaus das bleibt, was ist, bedingt, dass auch du nur das Beste gibst. Zu allen Sachen hab ganz fest Sorge und putz nach jedem Mal vom Herd bis zum Trog.